Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Farquaad Primal. Und wir waren ja... Du solltest lieber abhauen. Der haut mich wirklich an. Ja, er ist mal lieber weggerannt. Der holt sich dich. wir waren stehen geblieben bei der Perle hier mit den Jagdsachen. Und da gehen wir jetzt auch mal hin. Die große Bestie. Schließe dich, wenn ihr, um ein mächtiges Mammut zu erlegen. Das hört sich doch mal ganz gut an. Wenn ihr jagt mit Mammut. Das ist natürlich schon was ganz, ganz Besonderes. Soweit ist das doch gar nicht weg. Warum zeigt er mir denn was anderes an? Naja. Speere habe ich auf jeden Fall genügend. Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit? Ich habe doch meinen Säbelzahn hier. Guck mal her. Zack. Und jetzt geht's ab. Der ist doch fünfmal schneller als ich, ey. So, wir müssen nur das Jagdgebiet erreichen. Ja. Mamafshanti. Usa Chashaja. Du Samsam Wanmas. Okay. Wieso müssen wir das jetzt ausgerechnet hier holen? Kann ich ein anderer von euch machen. Das ist ja unglaublich, ey. Mammut ist ganz, ganz, ganz nah. Ja, da ist es. Oh, es kommt. Das Schlimme ist natürlich, dass sie äußerst schnell sind, die Mammuts. Wie ihr seht, das holt mich schon fast ein. Wieso geht das nur auf mich? Ich hab dir doch gar nichts getan. Vor allen Dingen, anstatt die mal treffen, ne? Das wäre noch ein paar Speere für mich. Wow, erlege das Mammut. Haben wir getan. Mammut heute. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt nur die Sache. Karte. Oh, da ist noch eine Großwildjagd. Fähigkeiten? Ja, aber das ist ja nichts. So, Mammuthaut. Oh, eine ernsthaft, Leute. Kann doch nicht wahr sein.
Jetzt habe ich auch nichts mehr an Rohstoffen. Fast. So, hier soll ja irgendwo Beutetaschen liegen. Ich hab. Ach, da. Oh, da lag eine zweihändige Keule. Ich mag die mehr. Ja, was machen wir denn jetzt? Direkt zum Bär hier hin ist ein bisschen hart, würde ich sagen. Würde ich sagen, nehmen wir erstmal noch die Dörfer hier unten ein. Das, dann nehmen wir das und dann das hier. Und da unten ist nämlich auch Schneewolf. Dann reiten wir doch mal. Ist natürlich klar, die Bestien werden natürlich immer... immer größer, immer stärker. Jetzt zumindest natürlich der Säbelzahn war ja schon nicht ganz ohne. Na? Das ist kein Südhorn. Südstein, den nehmen wir aber. Wir müssen sowieso mal eine Runde richtig farmen. So, gucken wir von oben rein oder ist das hier direkt so? Na. Ja, wir gucken von oben rein, das heißt wirklich, wir bleiben auch hier oben. Faulsee, okay. Ist ja wahrscheinlich ganz schön faul, der See. So, absetzen. Aussichtspunkt. Ah, das sind diese blauen wieder. Stimmt ja, hier unten waren ja nur die blauen größtenteils. Aber die haben auch ein Wenya da liegen. Da ist noch ein Wenya. Mal hier eben kurz gucken, machen wir mal V an. Nicht, dass wir noch einen übersehen haben. Den zum Beispiel. Da war noch irgendwo einer. Gut, das müsste ausreichen. Gut, das ist natürlich nicht ganz so einfach. So, bislang hat es noch keiner gemerkt, ehrlich gesagt. Es hat wirklich noch gar keiner was gemerkt. Finde ich jetzt schon echt erstaunlich. Müssten wir eigentlich auf die andere Seite gehen. Ach, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Mein Gott. So, mal eben schnell losbinden. Haut ab, Jungs. So geht das. Haben wir ruckzuck das Dorf mal eben eingenommen. Also das heißt ruckzuck, es war jetzt natürlich schon ein bisschen eng, weil die natürlich wieder um Hilfe gerufen haben, weil ich den nicht richtig getroffen habe, den Blödmann da oben. Aber im Großen und Ganzen 9 von 15 Dörfern beansprucht bis jetzt. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Durchschnitt, würde ich mal so sagen. Oh Mann, wie die da liegt, ey. Da gibt man gleich so ein bisschen Mitleid. Das hier war übrigens komplett der Säbelzahntiger. Ja, kriegst du was zu fressen. Das war eine sehr gute Arbeit. Da sind noch welche. Ich gucke natürlich, dass die jetzt vielleicht Südhorn oder Südstein, alles mögliche dabei haben. Na, das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, weil das brauchen wir ja nun mal, um unser Dorf ein bisschen aufzubauen. Deswegen renne ich jetzt auch nochmal zu dem hier hin, den wir von hinten eingegeben haben. Ich wollte gerade sagen, wer zum Henker ist das denn, aber sind halt die von uns. Ist also alles in Ordnung. Oh, Gift. Naja. Warum denn nicht? Ne? Sollen wir mal mitnehmen. So, hier sind unsere tägliche Belohnung. Ja, die brauchen wir natürlich. Rotes Blatt brauchen wir ganz selten. Ich weiß gar nicht, wofür das gut sein soll dann. Wow. Südhorn haben wir jetzt ganz viel. Südstein haben wir ganz viel. Südsteinstaub haben wir ganz viel. Wir haben von allem ganz viel. Wollen wir mal gucken. Die denn da? So, der eine ist da oben drauf. Der andere, ach ja, der andere war ja hier unten drunter. So, nur noch der da oben drauf zum Looten. Zack. So, jetzt will ich direkt sagen, gehen wir direkt nach dem Punkt hier. Wie weit ist der weg? 400 Meter, alles klar. Du bist immer noch nicht voll geheilt. Hier, dann nimm dir nochmal ein Fleisch. Ja, heute nicht so. Bist fertig? Gut, reiten. Ich will nämlich nicht so weit laufen. So, wenn du da durchrennst, das ist bestimmt diese Schwefel sehen. Jetzt mal geguckt, ob wir da irgendwas sehen. Ja.
Ja, muss ja immer auch gucken, ne? Es kann ja auch sein, dass wir mal ein seltenes Fell finden, ne? Das ist nämlich gar nicht mal so abwegig. Und vor allem müssen wir ja eh gucken, dass wir alles zusammenkriegen für unsere Dorfbewohner. Ne, weil wir müssen ja unser Dorf auch weiter ausbauen. Also ich würde ganz einfach sagen, wow, also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich war jetzt ernsthaft geschockt. Wow. Nee, da bin ich jetzt echt, ja, irritiert. Ja, das habe ich schon verstanden. Ist jetzt mal ein bisschen ja gewesen. Warum rennst du auf einmal weg? Komm wieder hier hin. Ah, diese Seen sind also giftig. Das war ja das, was ich gerade meinte. Ne, das sind Schwefelseen oder irgendwie sowas in der Art. So, jetzt sind wir gleich auf jeden Fall wieder an unserer Stelle angekommen. Tasche für Feuersteine ist fast voll. So, ich weiß, ich renne gerade vorbei, aber nur aus folgendem Grund. Okay, den müssen wir natürlich zuerst zerstören. Du kannst auf den drauf gehen. Warum greifst du denn mich an, du Vogel? Ich hab doch gar nichts getan, ey. Das war jetzt schon wirklich echt dämlich. Tushi. Okay, da ist jetzt natürlich elegant über ihn drüber geflogen, aber das macht nichts. Dankeschön, Säbelzahn. Sehr recht herzlichen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser tollen Folge. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Hoffe, ihr seid auch wieder das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Far Cry Primal. Wir haben ja noch ein paar Sachen hier zu erledigen. Und ansonsten sage ich erstmal, bis dahin, ich bin raus. Euer Nexus. Ciao.